Welche Freuden es mit sich bringt, zur Miss Hamburg gewählt zu werden, darf zurzeit Julie Walkowiak erfahren, die amtierende Schönheitskönigin der Hansestadt. Auf der Kanareninsel Fuerteventura darf Julie neben den 22 mitgereisten Finalistinnen posieren und sich von ihrer Schokoladenseite zeigen. Ein 10-tägiges Miss Germany Vorbereitungscamp, das es in Bezug auf Herausforderungen und Zeitplan in sich hat. Wir haben ein strammes Programm, wir haben die ganze Zeit was zu tun. Zum Beispiel jetzt haben wir gerade ein Fotoshooting, machen wir Business-Outfits. Dann davor hatten wir noch ein Bikini-Shooting, Gruppenshooting. Wir haben abends immer eine Besprechung, da wird uns die Zeiten gesagt. Dann stehen wir morgens auf, gehen zum Frühstück, dann haben wir unser Tagesdispo, was wir alles tun. Manchmal ändert sich das, wenn zum Beispiel noch irgendwie ein spezielleres Frühstück gemacht wird oder noch irgendwie Interviews, dann verschiebt sich das alles. Schönheit, Glamour, Abenteuer. Kein Zweifel, das Leben als Miss bietet viele Reize. Allerdings hat die Sexismusdebatte einen Schatten auf den Jahrmarkt der Eitelkeiten geworfen. Eine Miss Germany mit Sexappeal wird da schnell zur Provokation. Hat diese angespannte Atmosphäre einen merklichen Einfluss auf das Verhalten der Teilnehmerinnen? Also ich glaube nicht, dass das jetzt großen Einfluss auf uns hat, also zumindest nicht auf alle 24 Missen. Es hat natürlich einige beschäftigt und wir stehen hinter denen, aber dadurch hat sich nichts für mich verändert. Ja, aber wirst du denn eventuell manchmal von Leuten angesprochen, die sagen, ja, wie kannst du nur rein durch Äußerlichkeiten und Oberflächlichkeiten versuchen, dich zu verkaufen? Ist das nicht unter deiner Würde und so weiter? Bis jetzt wurde ich noch nicht angesprochen, ob das für mich nur um Schönheit geht, weil es geht bei den Missen ja auch nicht nur um Schönheit, sondern es geht um das Gesamtpaket und um die Ausstrahlung. Und für mich geht es auch, eine Miss muss Intelligenz sein. Also es bringt nichts, wenn man einfach nur schön ist, glaube ich. Beim Sunrise-Shooting in der Brandung jedenfalls blieb keine Zeit für Nachdenken. In den wenigen magischen Minuten nach Sonnenaufgang musste Jule in den kalten Wogen alles für das perfekte Foto geben. Ich glaube, ich habe 3 Posen insgesamt gemacht, für die ich mir vorgenommen habe. Und dann habe ich noch jeweils ein bisschen Variation mit reingemacht. Also die Hände ein bisschen anders gestellt. Beim Ausflug in die Bergwelt Fuerteventuras lernte Jule die raue Seite der Insel kennen und dass sie nicht umsonst übersetzt starker Wind heißt. Einen kleinen Vorgeschmack auf den Sieg durfte Jule dann zum Schluss auch noch kosten. Beim Missen Supertalent im Hotel siegte die schöne Hamburgerin mit einer gefühlvollen Instrumentalinterpretation. Zehn Tage bleiben die Schönheiten auf der Atlantikinsel, um eine Erfahrung für das Leben zu machen. Danach geht es für Miss Hamburg und Co. zur Finalwoche nach Süddeutschland. Jule kann sich durchaus Chancen auf das Krönchen ausmalen, nach vielen Blond-Erfolgen in den letzten Jahren. Am 23. Februar wird dann Deutschlands Schönste gekrönt.